Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Enshrouded. Und ja, ihr seht schon, es war ein ganz schönes Geplacker, aber das Bauernhaus ist weg und ja, ich habe provisorisch angefangen, so ein bisschen die Fundamente zu legen. Denn ich habe festgestellt, es ist gar nicht so einfach zu verhindern, dass die Dinger immer wieder nachspawnen. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe einen kleinen Trick verwendet, um jetzt das ganze Bauernhaus einfach mal abzubauen, denn ja, mit einer Spitzhacke kann man das vergessen. Gerade die beschlagenen oder die behauenen Steinfundamente hier, die haben so extrem viel Haltbarkeit. Ich habe jetzt den Trick einfach immer mal verwendet. Bin immer ins Hauptmenü zurückgegangen, habe wieder ins Spiel reingeladen, sodass im Prinzip die ganze Welt wieder relocked ist. Ne? Also da sind natürlich dann auch alle möglichen Gegenstände, die in der Welt irgendwo sind, wieder neu gespawnt. Und habe mir dann vom Anfangsgebiet, erinnert euch, wo wir hier gestartet sind, in der Flammenkrypta hier in der Höhle, habe ich mir immer wieder die Explosions-, also die Schwarzpulverkugeln geholt. Denn die sind tatsächlich effektiv, um ja mit einer Kugel gleich ganze Fundamente und auch Mauerfragmente wegzusprengen. Hab trotzdem ein paar Stunden dran gesessen, so ehrlich muss ich sein. Aber ja, ohne die Flammen oder ohne die Schwarzpulverkugeln wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, das Bauernhaus hier abzutragen, um hier was Neues hinzubauen. Aber jetzt haben wir den Stand. Ich habe jetzt hier unten schon mal angefangen, weil ich hier einen Keller drunter haben möchte. Habe ich jetzt hier schon mal begonnen, ja, im Endeffekt so ein bisschen die Fundamente immer weiter runterzusetzen, damit wir hier einen Hohlraum kriegen. Wir müssen mal gucken. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob wir den Flammenaltar hier oben behalten. Oder ob ich den nochmal verrücke und lieber runter mit in den Keller setze. Da müssen wir mal gucken. Im Moment brauchen wir eh erstmal Steine. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen unterwegs und organisiere überall nochmal Steine, wo wir die herkriegen können. Damit wir, wie gesagt, erstmal die Fundamente craften können. Und im Anschluss dann, ja, Wände setzen können. Brauchen wir erstmal jede Menge Steine für. Daher nehmen wir erstmal alles mit, was wir kriegen können. Ja. Ich will erstmal alles einsacken hier. Den können wir, glaube ich, so abbauen. Genau. Brauchen wir erstmal Material. Ja. Sobald wir das dann haben, können wir dann an die erste Etage gehen. Wir müssen mal gucken, ich würde fast sagen, wir werden das Fundament maximal noch einmal aufwerten, also sprich auf Stufe 2, denn ich möchte nicht zu nah hier hinten rankommen, weil ihr seht schon, hier wabert es so ein bisschen mit Miasma. Und hier unten haben wir nämlich das Eigentliche, warum ich zum Anfang in der ersten Folge oder in der zweiten Folge gesagt hatte, warum die Basis so sinnvoll ist. Ne? Hier haben wir nämlich eine relativ große Salzmine hier drunter. Darum müssen wir gucken, dass unser Einzugsgebiet hier nach Möglichkeit nicht reinragt. Dann würde nämlich nichts respawnen. Aber ihr seht schon da unten, ne, der ganze Untergrund ist alles voll mit Salz. Daher ist die Position hier von dem Gebäude eigentlich gar nicht so schlecht. Ein bisschen weiter nördlich haben wir dann auch noch ein bisschen Feuerstein. Also im Grunde eigentlich ein sehr guter Spot. Zwei wichtige Dinge, die man eigentlich immer mal wieder so braucht. Gerade Salz nachher, wenn wir ein bisschen in die Lederverarbeitung gehen wollen. Da werden wir jede Menge davon brauchen. So, aber jetzt, wie gesagt, erstmal grundlegende Sache, nämlich Steine. Ja. Erstmal jede Menge Steine schnappen. Damit wir das Fundament fertig kriegen und dann können wir den nächsten Schritt planen. Oh, den einen hier würde ich sagen, schnappen wir uns mal ruhig noch. Ja. Mal gucken, wie viel wir dann haben. Sind ja immer 100 Stück. Ne? Aus jedem Stein können wir 100 Bauteile bauen. Mal gucken, ob das vielleicht sogar schon reicht. Wie gesagt, bin mir bloß noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das Feuer so lassen möchte. Bin ich fast noch ein bisschen überlegen, ob ich das wirklich runter in den Keller verfrachte. Das werden wir sowieso erstmal brauchen. So, dann müssen wir mal gucken. Zurück zum Bauhammer, Baumodus. Und jetzt müssen wir erstmal unten den Keller fertig kriegen, bevor wir dann oben weiterbauen. Hier muss noch einmal rein. Und hier muss noch einmal rein. Was gut ist, die können wir halt immer wieder wegnehmen.
immer so ein Trick, falls ihr nicht wissen solltet, wie ihr einen Keller ausbauen sollt. Einfach immer. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir hier wieder hochkommen, ne? Immer einfach, ne, so ein großes Fundamentteil oder kann auch ein kleineres Bauteil sein. Einfach irgendwo positionieren. Dann gucken, dass er das in den Boden absenkt, ne, oder einfach generell zum Anfang direkt ein bisschen absenkt den Boden. Einmal positionieren. Und wenn das dann mit der rechten Maustaste wieder löscht, dann habt ihr automatisch das, was quasi in den Boden reingeragt hat, als freie Baufläche. So wie hier jetzt. Ihr könnt also sehr, sehr easy einfach ein Kellergewölbe bauen. Das ist dann immer ganz praktisch. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Ich denke mal, wir bauen besser von hier, damit wir es besser sehen. Ja, beziehungsweise, das machen wir ruhig nochmal neu. Damit es einheitlich wird. Ja. Hier unten müssen wir ja sowieso lassen. Alles einheitlich hinkriegen. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. Gut ist, die Bausteine kriegen wir ja immer wieder. Ne? Wenn ihr wieder was abreißt, gerade um jetzt hier so ein Kellergewölbe zu modellieren, die Bauteile kriegt ihr halt wieder. Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich 100% ist, was man wieder kriegt. Wir können ja mal gucken. 604 hatten wir. Ja, doch. Kriegt man zu 100% wieder. Ist sogar besser, als ich dachte. So, und dann brauchen wir schon wieder Steine. Dann brauchen wir schon wieder Steine. Da müssen wir erstmal so drinnen lassen. So, das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir wieder nach oben kommen. Ja, haben wir ja glücklicherweise ein bisschen Platz gelassen. Hm? Und dann gucken wir da hinten erstmal hin. Da liegen nämlich noch jede Menge Steine, dass wir uns die auch noch schnappen. Beziehungsweise wir können ja erstmal hier das Zeug nehmen, was direkt in der Nähe liegt. Hm. Haben wir nämlich erstmal ein bisschen Vorrat hier. Ja. Grundlegende erstmal zuerst. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Plackerei war. Wie gesagt, es waren bestimmt gefühlt, wenn es reicht, 200 Schwarzpulverkugeln, die ich da gebraucht habe, um wirklich alles abzureißen. Ja, es war eine ganz schöne Plackerei. Aber wie gesagt, der Basisstandort, der lohnt es halt. Das, auf längere Sicht lohnt sich das auf jeden Fall. Wie gesagt, ist natürlich nur was für Singleplayer, ne? Denn wie gesagt, solltet ihr auf einem dedicated Server oder so spielen, könnt ihr natürlich nicht einfach in den ins Hauptmenü zurückgehen und da respawnt dann alles. Da ist das ein bisschen schwieriger. Aber so für den Singleplayer-Modus ist das eine wirklich gute Möglichkeit. Kann man sich dann immer schnell wieder die Pulverkugeln holen. Damit sprengt er dann einfach gemütlich alles weg. Was auch ziemlich cool ist, wenn ihr direkt die Bauteile anvisiert, also sprich Fundamente, Mauern, Dächer, sprengt das auch die Umgebung nicht mit weg, sondern es werden wirklich bloß die Bauteile beseitigt. Ziemlich cool. Chemischer Wolf, glaube ich das. Chemischer Köder hier. Gleich wieder ein bisschen Fleisch zusammen. Ich glaube, wir nehmen uns gleich mal ein paar Steine mehr mit, würde ich fast sagen. Wenn ich das gerade gesehen habe, wie schnell die alle waren, macht das, glaube ich, Sinn, hier ruhig mal eine kleine Runde zu drehen. Einen oder anderen Stein ruhig nochmal mitzunehmen. Ja. Lieber ein paar zu viele als ein paar zu wenig. So, ich hoffe mal, der Wolf da hinten lässt uns in Ruhe. Wäre sehr, sehr freundlich. Ja. Ja. Hab uns hier hinten noch ein paar.
Wie im Knast hier, ne? Schön Steine kloppen. Ja. Wird da gar nicht gefragt hier, unser Charakter. Einfach so verdonnert. Bin ich mal gespannt, ob die Steine reichen. Für das letzte bisschen vom Fundament. Einzige Problem, was wir jetzt momentan gerade haben, wir haben kein Bett mehr, ne? Musste ich halt leider auch mit beseitigen, was da im Haus drin war, was wir immer mal zur Überbrückung von der Nacht genommen haben. Ah, das musste ich leider mit abreißen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich ein klein bisschen Probleme kriegen. Die Nacht jetzt ein bisschen zu überbrücken. Das Einzige, wir können gleich mal gucken. Wir sind ja hier gerade in der Nähe, ob in dem Zelt, was wir hier gegenüber hatten, ob da vielleicht ein Bett drinne war. Das wäre dann natürlich perfekt. Ne? Gucken wir mal. Hier drüben war nämlich ein Zelt. Bei der Gelegenheit können wir hier gleich alle kleinen Steine nochmal einsammeln. So, dann wollen wir mal gucken, ob hier ein Bett drinne war. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Im Idealfall ja, im schlimmsten Fall nein. Natürlich nicht. Gut, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Müsste man mal gucken, ob wir vielleicht schon irgendwie eins craften können. Bah, ist auch schon wieder ein Wolf. Das ist jetzt ein bisschen der Nachteil, dass wir hier zumindest noch keinen Einflussbereich von unserer Flamme haben. Und jetzt hat man in dem Moment gerade Glück, dass der verbuggt war. Der kam hier nicht aus dem Schutt raus, aber... Und uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Bleib ruhig da unten. Nicht verkehrt, wenn ihr da verpackt bist. Schön da bleiben. Bin ich gar nicht böse. So, dann gucken wir mal. Ah, müssen wir erst craften. Müssen wir ja erst craften. So, grober Steinblock. Brauchen wir noch mal ein paar. Lass mal gucken, ob das vielleicht schon reicht. So, und ab in den Keller. Gleiche hier auch nochmal. Gleiche hier nochmal. So, dann müssen wir von hier aus dann auf jeden Fall erstmal nur nochmal Mauern hochbauen, ne? So, bis hier hin. Das sieht nämlich schon mal ganz gut aus. Müssen wir mal gucken, wie hoch wir das Ganze machen. Theoretisch müsste es ja bis hier oben dann gehen. Könnte man ja rein theoretisch uns einen Anhaltspunkt nehmen. Hier oben passt es ja schon, ne? Bis hier oben müssen wir. Würde theoretisch schon reichen. Da haben wir einen Vorteil und einen Nachteil, ne? Der eine Vorteil ist, dass wir die Flamme jetzt haben. Wir haben hier ein bisschen Licht. Weil der Nachteil ist, wir haben nicht allzu viel Sicht, dass es reichen würde, jetzt hier großartig weiterzubauen. Mach mal eins, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie schon ein Bett craften können. Mal hier irgendwo vielleicht ein Bett. Betten hier. Kann man nicht auch schon craften. Machen wir das nämlich direkt mal. Gucken wir mal, wo wir uns das hinpacken können. Bett. So, die 7. Stellen wir das erstmal provisorisch hier hin. Ja, gucken, dass wir die Nacht überstehen. Müssen wir ein bisschen tricksen. Alles erstmal ein bisschen provisorisch und martialisch noch, ne? So, Sonnenaufgang ist schon mal da. Kleinen Moment können wir noch warten. Morgenröte ist nämlich auch nicht so mega perfekt. Warten wir mal ab, bis der Tag richtig angebrochen ist. Ja, es
echt ein bisschen uncool, dass die hier rum. Hast du dir so gedacht, Bursche, hier? Guck ich das? Na ja, komm, dann beseitigen wir den hier hinten auch gleich noch. Glaube ich das? Boah, das war knapp. Ja, beinahe schief gegangen. Ja, haben wir uns mal wieder hoch. Das scheint gar nicht mal so schlecht zu sein, das Schwert. Andererseits haben wir halt auch eigentlich schon eine recht gute Axt mittlerweile. Ne? Ich hatte jetzt beim Hin- und Her-Teleportieren jetzt nochmal eine blaue Axt gefunden mit 14 Angriffsstärke. Nämlich die hier. Die ist für den Anfang erstmal gar nicht so schlecht. Ja. Halten wir mal in Reserve. Müssen wir mal gucken, ob wir die wirklich brauchen. Wir halten sie mal in Reserve. Was wir mal machen könnten. Wir schlucken das Zeug hier mal. Einfach damit wir wieder ein bisschen Platz kriegen im Inventar. So, und dann bauen wir erstmal weiter. Damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Ja, ne? Das können wir wieder rausnehmen. Müssen wir bloß mal gucken. Hier ist, glaube ich, schon ein bisschen zu weit. Ne? Hier brauchen wir gar nicht mehr. Weil man könnte überlegen, ob wir noch ein bisschen weiter bauen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt aktuell sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, ne? 5 oder 6. Ich glaube, wir sollten oben erstmal ein bisschen weiter bauen, damit wir sehen, wie weit wir sind. Setzen wir hier erstmal noch ein bisschen was dran. Es scheint, wir sind ein klein bisschen zu hoch gekommen, ne? Ein klein bisschen zu hoch, glaube ich. Ich meine, ist jetzt nicht tragisch, aber im Vergleich zu vorher hätten wir sogar ein klein bisschen niedriger bauen können. Sagen, wir nehmen das noch mit, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6er Länge. Oh. Muss ich aber echt staunen. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben ein bisschen mehr Steine noch, ne? Oder beziehungsweise wir brauchen doch nicht so viel, aber dadurch, dass die Fundamente sehr, sehr dick sind von der Stärke her, brauchen wir da doch mehr, als ich dachte. Oh. Ja gut, dann bauen wir erstmal hier weiter. Ich bin echt noch so überlegen, ob wir das, ob wir die Flamme lieber nach unten verlegen. Eigentlich würde ich die Flamme lieber nach unten verlegen wollen. Denke ich. Ich meine, wir haben jetzt eine relativ große Grundfläche, ne? Wäre jetzt auch nicht so mega tragisch. Das Haus ist ja schon einigermaßen groß. Wir erstmal hier hinten weiter. So, dann wird es auch ein bisschen viereckiger. Ja. Müssen wir dann bloß gucken, wo wir den Runtergang machen. Erstmal in den Keller hereinkommen. Noch setzen und schon passt's. Schon haben wir's. Haben wir einen schönen großen Keller drunter. Kann man ja sogar noch ein bisschen mit Räumen aufteilen. Ne? Alles ein bisschen abgrenzen. Ich meine, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, wir würden die Flamme wirklich nach hier unten verlegen, dann hätten wir einen ziemlich guten
beleuchteten Bereich eigentlich, ne? Würden wir uns wahrscheinlich eine ganze Menge Licht einfach mal beim Dings schon sparen. Wenn wir die Flamme wirklich nach unten verlegen. Wir müssen mal gucken, ob wir das machen können. Gucken wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Gehen wir mal ins Baumenü, gucken mal. Ach, da brauchen wir nochmal Steine. Müssen aufpassen, dass wir uns nicht verbauen hier, ne? Nicht, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Das wäre ein bisschen uncool. So, die vier. Gucken wir mal. Da hinten liegen noch ein paar Steine. Aber ganz schön was aufgebraucht, ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Haben wir ein bisschen mehr verbraucht an Steinen, als ich mit gerechnet habe ursprünglich. Ja. Mal gucken. Ein Teil werden wir mit Stein bauen, die untere Etage beispielsweise, und den Rest machen wir dann mit Holz. Hat dann ein bisschen rustikalen Flair, ne? Wir sparen ein bisschen Baumaterial, wir brauchen dann nicht so viel Steine. Das passt wieder ein bisschen zum Bauernhaus-Setting. Ne? So, haben wir nochmal machen können. Wir können es nochmal schnell hochheilen ein bisschen. Ja. Dann schnappen wir uns hier nochmal ein paar Steine. Ja. Wie gesagt, das Gute ist, ne, sollte einmal die Ressourcen ausgehen, kurzer Sprung ins Hauptmenü und schon die Steine hier alle wieder da. Kommen wir dann schnell wieder an Ressourcen, sollten wir wirklich mal zu viel verbrauchen. Finde ich noch ganz gut, dass das so funktioniert. Denn so kann man sich beispielsweise halt auch ganz gut gezielt auf irgendwelche Bosse vorbereiten. Wenn man jetzt beispielsweise wüsste, okay, der und der Boss, da braucht man Sprengkugeln für, ne? Gehst ein paar Mal ins Hauptmenü, sammelst deine Sprengkugeln zusammen. Und dann kannst du dich gestärkt quasi in den Bosskampf wagen. Das ist praktisch. Also klar, man muss die Taktik erstmal kennen und die Bosse, ne? Aber wenn man dann irgendwann erstmal weiß, für welchen Boss man welche Waffen benötigt. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt erstmal im Moment reicht. Ja. Wollen wir mal. Zurück ans Werk. Im Idealfall wäre es natürlich so, ich meine, gut, das wird nicht ganz passen, wenn wir die Flamme noch einmal upgraden, dann sind die Felder natürlich in unserem Einzugsbereich mit drinne, ne? Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir das wirklich auf Stufe 1 lassen, weil dann könnten wir die Feldfrüchte immer wieder ernten. Wäre auch eine Überlegung. So. Wir wollten auf jeden Fall nochmal eine Flamme bauen, ne? Flammenaltar. So, da müssen wir mal gucken. Packen wir uns den hier mal ganz kurz hier unten rein, auf die 8. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen ungünstig. Es wäre natürlich ganz gut, wenn er jetzt so snappen würde, wie ich das gerne hätte, ne? Wir mal ganz kurz die Einrastfunktion aus und gucken mal, ob das so funktioniert. Irgendein Grund das nicht genau so, wie ich es gerne hätte. Muss man wahrscheinlich irgendwo dran heften, ne? Nehme ich mal an. Hier würde es komischerweise gehen. Wartet mal, machen wir das mal anders. Dann machen wir das mal anders. Dann setzen wir hier das Fundamentstück wieder rein. Gucken mal, ob es jetzt geht. Ja, jetzt geht's theoretisch. Immer ein bisschen frickelig, aber würde theoretisch funktionieren, ne?
Ja, dann setzen wir den hier hin. Setzen wir den hier hin. Müsste genau in die Mitte ungefähr sein. Ja. Mal das Ding hier oben nämlich abreißen. Ja. Ist nicht ganz die Mitte, glaube ich, ne? Aber sollte gehen. Ja, mal gucken. Naja, wobei es ist ungefähr da, wo das andere auch war. Ein bisschen höher jetzt, ne? Ein bisschen mehr mittig. Würde gehen. Da müssten wir aber jetzt gefahrlos den hier oben theoretisch löschen können. So. Und einmal liquidieren. Zwei Feueraltare braucht man ja hier nicht. Hoffen wir mal, dass das jetzt so funktioniert, ne? Die untere Flamme brennt jetzt noch. Bin ich jetzt mal gespannt, wenn die verschwindet, ob dann alles bleibt. Einzugsbereich müsste ja in etwa der gleiche sein. Gucken wir mal. Müsste jetzt rein theoretisch gleich verschwinden. Ah ja, und weg ist er. So, und die obere bleibt tatsächlich sehr gut. Ich muss ein bisschen gestehen, dass mir die Fundamente hier nicht so zusagen. Müssen mal gucken. Wir könnten theoretisch auch eine schmalere Variante nehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen stattdessen lieber die hier. Also gut, die ist ein bisschen dolle schmal, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir machen die ein klein bisschen tiefer. Wäre natürlich das Kellergewölbe übertrieben groß ein bisschen, ne? Wäre auch nicht so cool. Alles ein bisschen verzwickt. Ich meine, gut. Im Endeffekt, wenn wir nur ein klein bisschen Überstand haben, wird er auch gehen, ne? Glaube ich nicht so kritisch. So, die große Überlegung ist jetzt natürlich nach wie vor, ob wir hier nochmal eine Reihe erweitern. Würde ich aber fast sagen, ne? Kann ruhig ein klein bisschen größer werden. Erweitern wir hier ruhig auch nochmal eine Reihe. Ach, mach ich mal. Oh, dann ist die Flamme zwar nicht mehr ganz mittig, aber... haben wir hier unten auch ein schönes, großes Kellergewölbe drunter. Ja, sieht ganz gut aus. So, jetzt dürfen wir uns bloß nicht einbauen. Ne? Jetzt haben wir gleich ein Problem. Komplett einbauen sollten wir uns nach Möglichkeit nicht. Oh, schon wieder keine Steine. Ja, ganz schön Steine, die wir hier brauchen. So, dann würde ich aber mal sagen, wir gehen kurz in die Folgenpause, denn dann nutze ich die Gelegenheit gleich mal und werde nochmal ordentlich Steine farmen gehen zwischen den Folgen. Und in der nächsten Folge werden wir dann gucken, dass wir hier zubauen, ne? Innen drinnen noch Wände ziehen, damit der Keller schon mal steht. Und dann können wir oben in der ersten Etage oder im Erdgeschoss anfangen, ja, Wände zu ziehen und schon mal zu planen, wie das Obergeschoss nachher eingerichtet werden soll. Oder generell die grundlegende Konstruktion vom Haus, Dach und so kommt da nachhinein dann erst. Machen wir alles ein bisschen Schritt für Schritt dann. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Enshrouded. Bis dahin bleibt mir schön gesund und ciao, ciao.